Vor kurzem hatte ich ein Video über das Thema DKS, dynamisches Kleinkaliberschießen, aufgezeichnet und veröffentlicht. Ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen, aber noch ein bisschen tiefer reingehen. Bis gleich. Plinken ist ein englischsprachiger Begriff, der im Grunde genommen das reine Spaßschießen umschreibt. Primär wird Plinking mit kleinkalibrigen Waffen geschossen, sprich mit der 22er. Der Vorteil an der 22er ist ganz einfach, ich habe relativ geringe Kosten, eine relativ hohe Frequenz, mit der ich schießen kann und ich kann einfach nur Spaß haben. Er hat Jehova gesagt! Er hat Jehova gesagt! What the fuck? Sorry, ich habe gerade Spaß mit Schießen erwähnt. Geht nicht. Sorry. Das Plinken hier in Deutschland erfreut sich derzeit zunehmenden Zulauf. Und das ist eigentlich auch ziemlich cool, weil natürlich macht auch statisches Schießen, wie es im DSB zum Beispiel gemacht wird, Präzisionsschießen, macht auch Spaß. Aber irgendwann mal, gerade bei der heutigen Jugend, ist der Drops mal gelutscht. Dann ist das einfach nicht mehr das, was die Jugend vielleicht möchte. Und dann kommt man wirklich zu diesem Thema Spaßschießen. Im DSB wird dieses Spaßschießen gerne mal mit diesen Glücksscheiben gemacht. Das kann man tun, ist aber irgendwann einmal, weil halt wieder eine statische Distanz relativ öde. Dann fängt man an, auf Dinge wie Luftballons zurückzugreifen. Kann man auch tun. In der Regel machen die meisten das mit den Luftdruckwaffen. Dann macht es mal Plitschen, dann macht es Peng und das war's. Aber Ballons, wenn man es nicht gerade auf Geschwindigkeit macht, ist auch nicht wirklich so ja, der Brüller. Plinking macht man eigentlich auf sogenannte Steel Targets, also sprich auf Stahlplatten, Popper, wie auch immer. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann. Die gibt es auch hier in Deutschland käuflich zu erwerben. Man muss allerdings immer dabei beachten, darf ich das auf dem Stand, auf dem ich schieße, überhaupt tun? Das heißt, man muss die Standrichtlinien auch prüfen. Problematisch ist nämlich, durch dieses Schießen, gerade mit Bleigeschossen und mit Vollmantelgeschossen, auf Stahlziele erzeugt eine unwahrscheinlich große Anzahl von Spreißel, die halt in alle Himmelsrichtungen fliegen und damit natürlich auch den Stand unnötig belasten. Das heißt, der Stand muss für das Schießen auf Stahlplatten, egal mit welchen Geschossformen, zugelassen sein. Ist der Stand nicht für das Schießen auf Platten zugelassen, dann kann man auch auf Polyurethanplatten zurückgreifen. Die kann man 1000 Mal und mehr beschießen. Die Löcher verschließen sich in der Regel bis zu einem gewissen Punkt natürlich von selber, verhalten sich aber letzten Endes genauso wie eine Stahlplatte. Mit Ausnahme des Pling, wenn das Geschoss auf die Stahlplatte auftrifft. Ich selber habe das schon in der Vergangenheit häufiger gemacht und habe da sogar auch Wettkämpfe mit ausgeschrieben. Als ich seinerzeit noch in Braunfels im Land Dillkreis Mitglied im Verein war, hatte ich damals das 50 Meter KK-Schießen ausgeschrieben. Dort haben wir nach einem vorher festgelegten Modus von mir auf 50 Meter mit der kleinkalibrigen Kurzwaffe geschossen. Da haben wir mit der Spopi geschossen, da haben wir mit Gebrauchswaffen, mit Wechselsystem geschossen, da habe ich sogar mit einer Beretta Modell 70, so eine kompakte Waffe, auf 50 Meter geschossen. Getroffen habe ich da wirklich nichts, habe ich auch total abgekackt an dem Tag, aber es hat Spaß gemacht. Er hat Jehova gesagt! Er hat Jehova gesagt! What the? Ey, sag mal, kannst du da oben bitte mal damit aufhören? Mann! Ja, es hat Spaß gemacht. Und das war letzten Endes auch der Gründungsstein für die heutige SLG Sport Shooter. Denn die Jungs, die dort mitgeschossen haben, waren später auch die Gründungsmitglieder. Beim allerersten Wieslocher Pulverdampftreffen, unten bei der SG Wiesloch, da haben wir direkt spontan auf 25 Meter mit dem Kleinkaliber-Unterhebelrepetierer auf Golfbälle geschossen, die halt an einem Seil aufgehängt waren und dann auf Geschwindigkeit. Wer die meisten Golfbälle in der kürzesten Zeit abgeschossen hat, hat gewonnen. Ich habe gewonnen. Gab eine Flasche Sekt. War eine geile Geschichte. Und hat richtig Laune gemacht. Wir haben auch schon mal Bratpfannen aufgehängt auf der 50 Meter Bahn. So gusseiserne Bratpfannen, die gehen nicht so leicht kaputt. Das macht Pling und das ist gut. Und es ist einfach nur Spaß. Denn überleg mal, auch beim Fußball. Hey, wer hat als Kind früher, gut, zu meiner Generation vielleicht, früher Bretterwand gespielt? Sprich, mit dem Fußball oder Tennisball einfach nur gegen eine Wand geschossen. Und dann immer wieder hin und her. Oder beim Tennis genau dasselbe. Das ist keine offizielle Sportart, das ist einfach nur
Gaudi, das ist einfach nur Spaß, Zeitvertreib. Und genau das muss auch der Skisport sein. Und dieses wird auch in diversen Paragraphen des Waffengesetzes so auch festgelegt. Es darf ja auch zum Spaß passieren. Ja? Von daher, schaut euch das mal an. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Es gibt eine Welt neben den Einzelladern. Es gibt eine Welt neben den Spopis. Ich kann mit der Spopi sehr viel Spaß haben. Wir hatten auch in Wiesloch einen dabei, ich weiß nicht mehr, wer das war. Der hatte eine Walter GSP mit einem Raptor da oben drauf. Coole Geschichte. Damit haben wir auch versucht, die Golfbälle abzuschießen. Ja? Es gibt eine Welt da draußen. Und das Plinken kann den Skisport unwahrscheinlich auflockern. Immerhin, es gibt bereits auch IPSC mit den KK-Waffen. Es gibt sehr, sehr viele Disziplinen im BDMP, die man unter DKS schießen kann. Das kann man fast schon unter dem Begriff Plinken vereinen, was da läuft. Weil es geht um Geschwindigkeit, es geht auch um Präzision. Aber ich muss viele Faktoren miteinander verbinden. Deshalb, lasst eurer Fantasie freien Lauf. Sprecht mit euren Vereinsvorständen, dass die vielleicht mal über den Tellerrand hinausschauen und einfach mal einen Gaudi-Wettkampf veranstalten. Und ich glaube, ihr werdet merken, dass selbst die Jugend mit so etwas sehr, sehr gut zu begeistern ist und damit auch an den Verein zu binden ist, wenn man ein bisschen mehr Abwechslung in das ganze Thema reinbringt. Probiert's mal aus. Gefallen euch meine Videos? Geile Sache. Gefallen euch meine Kanäle? Noch geiler. Seid so gut, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dabei helfen wollt, dass ich meinen Videokanal für euch verbessern kann, die Qualität der Videos verbessern kann, hey, dann unterstützt mich ein bisschen. Ihr könnt mir unten über PayPal ein bisschen was zukommen lassen oder ihr unterstützt mich dauerhaft über patreon.com/gunvlog. Und ich verspreche euch, das, was ihr mir zugutekommen lasst, geht 1:1 exklusiv nur in den Betrieb der Video-Channels. Sonst nichts. Danke euch schon mal.